Ja, einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich sehr, so viele prominente, bekannte und nette Gesichter hier zu erblicken. Dr. Pirch, Frau Pirch, wir haben Sie eben schon bei Audi gesehen, genauso wie auch Professor Winterkorn. Herr Wolfgang Porsche war wieder dabei, Bernd Osterloh und die Arbeitnehmervertreter. Und natürlich auch Herr Matthias Wissmann, der Präsident des VDA und viele, viele Vorstandskollegen aus dem Konzern, aus den Marken und ganz besonders eine Delegation unserer chinesischen Freunde und Partner. Ja, meine Damen und Herren, ich bin nicht alleine gekommen. Wie Sie sehen, neben mir ein neues Mitglied der Golf-Familie. Und das ist ein ganz besonderes Mitglied. Und deswegen freue ich mich auch, einen ganz besonderen Gast jetzt mit auf die Bühne zu bitten. Herrn Heinz-Jakob Neuser, unser neuer Entwicklungsvorstand der Marke Volkswagen, der mich jetzt unterstützt. Bitte, Herr Neuser. Ja, Herr Neuser, ein neues, dynamisches Mitglied der Golffamilie, aber der hat ganz besondere Gene. Was macht ihn so besonders? Ja, unser Sportler, der R-Golf, den haben wir kürzlich erst auf der Nürburgring-Nordschleife, so wie es sich für Hochleistungsfahrzeuge gehört, feingeschliffen. 300 PS, 380 Newtonmeter in sage und schreibe 4,9 Sekunden von 0 auf 100. Und das, meine Damen und Herren, bei sehr niedrigem Verbrauch, nur 6,9 Liter pro 100 Kilometer mit DSG. Sie sehen, Top-Performance lässt sich auch mit Top-Verbrauch kombinieren. Ja, und damit das Ganze gut auf die Straße kommt, hat er auch einen besonderen Antrieb bekommen. Ja, wir haben bei dem Fahrzeug natürlich den allseits bekannten Allradantrieb 4Motion eingesetzt, der sich eben je nach Fahrsituation ganz dezidiert und sehr fein gesteuert regeln lässt und so eben die Performance bringt, die man genau in so einem Fahrzeug braucht. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Neuser. Das Sportstudio schließt jetzt mal vorübergehend, weil wir haben ja versprochen, wir wollen Sie elektrisieren. Ja, und ich habe neulich eine sehr interessante Schlagzeile gelesen, bezogen auf die E-Mobilitätsstrategie des Volkswagen-Konzerns. Da stand zu lesen, das Imperium lädt zurück. Dem kann ich nur bedingt zustimmen. Wir laden nicht zurück, sondern wir verfolgen einen ganz klaren Fahrplan beim Thema E-Mobilität. Und Professor Dr. Martin Winterkorn hat in Genf 2010 diesen Fahrplan bekannt gegeben und hat ihn noch einmal im Jahr 2012 bekräftigt. Aber am besten sehen Sie selbst. Hier in Genf geben wir deshalb den Startschuss für einen grundlegenden ökologischen Umbau des Volkswagen-Konzerns. Und deshalb machen wir 2013 mit dem Volkswagen e-Up zum Jahr der Elektromobilität, gefolgt von zahlreichen weiteren Hybrid- und Elektrofahrzeugen unserer Konzernmarken. Herr Dr. Neuser, wir stellen fest, es ist das Jahr 2013, der erste Pressetag in Genf und wir haben geliefert. Und was das bedeutet, ich glaube, das schauen wir uns jetzt gleich mal an. Genau. Get moving, dance, electrify. Ja, meine Damen und Herren, der neue e-Up und wie sich das gehört, haben Sie persönlich, Herr Dr. Neuser, am Wochenende eine etwas außergewöhnliche Testfahrt bei einer besonderen Veranstaltung absolviert. Ja, wir haben am Wochenende zahlreiche Journalisten, internationale Journalisten zu Gast gehabt und sind mit etlichen Ups unterwegs gewesen. Sie sehen das an diesem Bild da, um eben genau den Up unter realen Testbedingungen auch erleben zu können. Ich selbst hatte Gelegenheit, in dem Urkäfer hinten dran zu fahren. Warum ist diese Kombination sehr wichtig? Mit dem Urkäfer hat alles bei Volkswagen begonnen. Da wurde die Großserie gestartet und man hat mit der Großserie die individuelle Mobilität für die breite Bevölkerung erreichbar gemacht.
Und wenn Sie sich heute den E-Up anschauen, dann ist das wieder etwas Ähnliches. Wir machen hier mit dem E-Up die E-Mobilität für die breite Bevölkerung zugänglich. Und das wiederum mit den Qualitäten der Großserie. Ja, und das war keine Kaffeefahrt, die die Journalisten aus dem Vereinigten Königreich, sprich Großbritannien, USA, Südafrika, Australien, Japan, China, Russland und natürlich auch Deutschland gemacht haben. Die hatten einen richtigen Wettbewerb und da gab es spannende Ergebnisse. Ja klar, da ging es natürlich darum, hat ein solches Fahrzeug eigentlich Potenzial, um Fahrspaß zu vermitteln? Das war das Erste. Und das Zweite natürlich, was braucht er denn? Wie viel Energieverbrauch hat er? Und wir haben mit unserem E-Up hier, das ist ja ein absolutes Spritsparwunder. Wir brauchen im Prinzip nur 11,7 Kilowattstunden pro 100 Kilometer an Energieverbrauch. Und wir sagen, wir können damit 160 Kilometer Reichweite, elektrische Reichweite erzeugen. Und die Journalisten haben es sogar geschafft, noch höhere Reichweiten zu erreichen, bis 180 Kilometer. Das heißt, der spezifische Energieverbrauch war noch niedriger. Und das zeigt, wie effizient dieses Fahrzeug ist. Es ist sehr wichtig, weil das Fahrzeug hat natürlich die Qualitäten, familientauglich zu sein. Wir haben 4 Sitze, ausreichend Gepäckvolumen. Und da geht es natürlich immer darum, wie hoch sind denn die Energiekosten beim Fahren. Und wir können hier mit dem Fahrzeug mit 3 Euro eine Familie 100 Kilometer weit fahren lassen. Ja, wir sehen gerade das Bild, die intelligente Anordnung. Das heißt, der App hat von der Nutzung her die gleiche Funktionalität wie seine Benzin-, Gas- oder in anderen Antrieben möglicherweise erhältlichen. Das ist ganz bewusst so gemacht. Wir haben ein Großserienprodukt wie den E-Up natürlich von vornherein so konstruiert, dass der sowohl konventionelle Verbrennungsmotoren aufnehmen kann, wie auch alternative Antriebe wie CNG-Gas-Technik, wie beim Eco-Up. Der hat ja schon einige Economy-Preise einfahren können. Aber auch die E-Mobilität wurde von vornherein mit einkonzipiert. Und so sind wir in der Lage, variabel auf die Kundenwünsche zu reagieren. Also unser Effizientweltmeister, würde ich sagen, der hat jetzt erstmal seine Schuldigkeit getan. Es geht aber weiter. Und wir wären nicht Volkswagen, wenn wir nicht das Auto, den Golf, zu dem Elektroauto machen würden. Und da kommt der neue Golf und er sieht aus wie ein Golf. Und was ist die Philosophie dahinter? Im Prinzip die gleiche Philosophie. Der Golf ist ja ein Fahrzeug des modularen Querbohrkastens. Und der modulare Querbohrkasten ist direkt so aufgesetzt worden, dass wir neben Diesel- und Ottomotoren auch Gasantriebe einsetzen können, aber auch Hybridantriebe wie PHEV oder dann die batterieelektrischen Fahrzeuge wie dieser E-Golf. Das ist von vornherein konzipiert. Wiederum, wir können direkt auf die Kundenwünsche reagieren. Und was vor allen Dingen auch sehr wichtig ist, die Fahrzeuge sind bei dem VW-Händler um die Ecke im Service zu warten. Wir brauchen keine speziellen Methoden dafür. Und zur Reichweite nochmal, ist sicher eine interessante Frage. Das ist auch ein Energieweltmeister, der braucht 12,7 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Das ist also nicht unser 3-Euro-Auto, sondern das 3,24-Euro-Auto. Und damit 190 Kilometer Reichweite, wie ich gelernt habe. Genau. Ich denke, da ist man dann gut unterwegs. Ja, das wäre jetzt zunächst mal unser Ausflug in die E-Mobilität gewesen, aber wir machen natürlich noch weiter und wir werden ja nicht Volkswagen. Sie hören es gerade im Hintergrund. Wenn wir uns nicht auch bei der Einführung der E-Mobilität das Ganze etwas musikalisch unterlegt hätten. Und da sind Dieter Meier und Boris Blank, die sind unter uns. Die haben uns schon erfolgreich bei der Einführung des Golf 7 in Berlin geholfen und wir machen weiter. Und damit Sie auch ein bisschen was davon haben, gibt es eine Yellow Fire App. Das ist ein Riesenspaß, kann ich Ihnen versichern. Laden Sie sich das mal runter. Sie können kreativ werden, Sie können komponieren. Sie können praktisch Ihre E-Musik zum E-Mobil selber auf die Wege bringen. Ja, und jetzt kehren wir wieder zum Sportstudio zurück. Und ja, lassen wir uns mal überraschen. Wir haben eine weitere Weltpremiere für Sie. Meine Damen und Herren, der neue Golf Sport Sven. Bis jetzt hatte der Golf schon ein großes Plus. Jetzt ist er sportlicher geworden, deswegen heißt er Sport Sven. Und was unterscheidet ihn noch vom Vorgänger? Ja, wir haben den Golf Plus im Prinzip praktisch neu erfunden.
neu erfunden heißt, die klassischen Qualitäten des Golf Plus, Geräumigkeit, Vielseitigkeit, haben wir entsprechend weiterentwickelt und haben dann aber diese gestreckten Proportionen in eine völlig neue, dynamisch-sportliche Designsprache übersetzt. Wir nennen den jetzt auch deshalb Golf Sports Fan. Und bei aller Dynamik, der Sports Fan ist ein echtes Multitalent. Wir haben 78 Liter mehr Kofferraumvolumen. Wir haben die Rücksitzbank um 18 cm längenverstellbar. Das schafft einfach viel Platz im Fond, viel Komfort und gleichzeitig mehr Gepäckvolumen. Aber der sieht doch flacher und sportlicher aus. Habe ich jetzt weniger Kopffreiheit oder wie muss ich mir das vorstellen? Nein, Fahrzeug ist natürlich gewachsen in den Proportionen, aber auch in den Maßen. Wir sind etwas breiter, etwas länger, haben dadurch deutlich höhere Komfortmaße. Das Fahrzeug ist viel erwachsener geworden. Aber wenn man mit dem Fahrzeug fährt, mit dem fahrerorientierten Cockpit, das Fahrzeug fühlt sich sehr kompakt an, merkt man natürlich, dass wir das Fahrzeug auch gleichzeitig bis zu 90 Kilogramm leichter gemacht haben. Das gibt mehr Dynamik, das Spritzigkeit. Und was auch sehr wichtig ist, wir haben mit den neuen Motoren natürlich auch die Verbrauchswerte deutlich reduzieren können. Wir sind bis zu 18% spritsparender unterwegs. Ja, und Innovationen hat er auch noch jede Menge, wie ich gelernt habe. Natürlich, wir haben die Fahrerassistenzsysteme neuen Innovationen unterzogen. Und wie Sie ja wissen, waren wir der Erste mit dem Einparkassistenten. Und wir haben jetzt auch einen Ausparkassistenten. Der vermeidet bei drohenden Kollisionen dadurch, dass er sie warnt, die Kollision oder aber bremst sogar automatisch. Gut, ausparken wollen wir noch nicht, aber ich bedanke mich jetzt erstmal für die Unterstützung. Sie dürfen wieder Platz nehmen. Wir machen hier noch ein bisschen. Vielen Dank. Wir sehen uns gleich wieder auf der Bühne. Ja, danke. Ja, und wir können ja keinen Sportsfan ohne Sportler vorstellen. Deswegen, meine Damen und Herren, begrüßen Sie Lena Gößling und Philipp Kössler, zwei Topsportler. Bitte kommen Sie zu mir. Kommt ruhig zu mir. Lena am besten in die Mitte. Ja. Hallo, schön, dass ihr da seid. Hallo. So, gehen wir ruhig ein bisschen hier hin. Ja, Lena Gößling spielt beim VfL Wolfsburg und ist Trippelsiegerin. Das heißt, Europapokal, Deutscher Meister, Pokalsieger. Im deutschen Trikot der Nationalmannschaft. Das ist ein Applaus wert. Sie ist außerdem Europameisterin geworden. Und vor 4 Tagen, glaube ich, war es Wahlsportlerin, Fußballerin, Europa des Jahres, 2. Platz. Ja, da bleibt mir nur die Frage, was wollen Sie denn noch erreichen? Ja, ich glaube, das Schwierige oder die Kunst liegt daran, Titel zu verteidigen. Und da gehe ich dieses Jahr wieder dran mit der Mannschaft und ich hoffe, dass uns das wieder gelingt. Ich kann Ihnen die Frage nicht ersparen. Wie sieht denn Ihr Fahrstil aus? Ich meine, am Sportplatz oder am Fußballplatz wissen wir das, dass Sie durchaus aggressiv zu Werke gehen. Wie ist das hinterm Steuer? Ja, ist auch ähnlich so. Also ich mag es eher schnell und ich bin immer froh, wenn ich auf der linken Spur bin auf der Autobahn und ich die Autos überholen kann. Ja, jetzt wollen wir das nicht übertreiben. Ja, ist okay. Aber vielen Dank für die ehrliche Antwort. Ja, schnell geht es bei Ihnen ja auch zu, allerdings auf dem Wasser. Sie sind zweifacher Weltmeister, Windsurfen und auch noch der Jüngste. Genau. Wie ist denn Ihre Karriereplanung oder was sind die nächsten Schritte? Jetzt in diesem Jahr möchte ich auf jeden Fall noch meinen Titel verteidigen. Das ist natürlich was ganz Großes für mich und natürlich viel reisen und einfach nur Spaß haben. Und wenn Sie dann, wie gesagt, nach einem langen, harten Tag zu Ihrem Auto kommen, sollten Sie einen Golf Sports Van fahren, der wunderbar auch ein Surfbrett aufnimmt, dann besorgt er für Sie sogar das Ausparken. Also, das ist natürlich super. Alles klar. Gut, meine Damen und Herren, das war es jetzt erstmal hier bei Volkswagen. Ich würde jetzt bitten, zum Schlussbild unsere Vorstände nach vorne zu kommen. Herrn Walter de Silva natürlich genauso wie Klaus Bischoff. Vielen, vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Haben Sie noch eine schöne, vergnügliche Messe und vergessen Sie nicht, die nächste Pressekonferenz ist bei Porsche. Vielen, vielen Dank und noch einen schönen Tag.